Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 35. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind manchmal in ganz schwierigen Situationen und haben auch ganz katastrophale Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse. Aber du willst dort, wo wir sind, was immer wir gerade auch durchmachen, uns helfen und bei uns sein. Sprich du jetzt durch dein Wort zu uns im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1 Mose 30 und Jakob versucht in diesem schwierigen Verhältnis mit Laban einen angemessenen Lohn zu erhalten. In Vers 41 heißt es, und es geschah jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Jakob hat versucht, auch klug zu sein und mit List irgendwie den Laban auch ähm, zu überlisten. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Er hörte aber die Reden der Söhne Labans, die sagten: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört, und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Manchmal verändern sich Beziehungen. Vielleicht hast du es auch schon in deinem Leben erlebt. Da sprach der Herr zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Vielleicht wenden sich Freunde von dir ab. Vielleicht gibt es Probleme in der Verwandtschaft, dass Leute dir nicht wohlgesinnt sind. Aber Gott möchte immer bei dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen. Und er sprach zu ihnen, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn zehnmal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Kein schönes Gefühl, wenn man betrogen wird. Und Jakob hat jetzt gelernt im Laufe dieser Jahre, was er selbst seinem Bruder und seinem Vater angetan hat. Wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum Jakob und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und siehe, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Gott hatte für ihn gesorgt. Er hatte gesehen, dass man ungerecht mit ihm umgeht. Hast du den Eindruck, dass Leute auch dich ungerecht behandeln, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Familie? Gott sieht diese Ungerechtigkeit und er möchte dafür sorgen, dass du trotzdem ein gutes Leben hast und gesegnet bist. Da antworteten Rahel und Leha und sprachen zu ihm: Haben wir auch noch einen Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir nicht von ihm angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unseren, unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele. Und er führte all sein Vieh weg und seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaac ins Land Kanan zu ziehen. Laban aber war weggegangen, um seine Schafe zu scheren, und Rachel stahl die Teraphim, die ihrem Vater gehörten. Offensichtlich war das Thema Götzendienst auch in dieser Familie ein Problem. Und so müssen wir feststellen, auch manchmal in unserem Leben, in unseren Familien, wenn wir noch so gläubige Familien haben in der Theorie, dass manchmal es echte Probleme gibt, ähm, echte Probleme mit dem Gesetz Gottes, auch in unseren Familien. Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Eines Thema, das sich durch das Leben von Abraham, Isaak und Jakob zieht. Dass sie immer wieder andere getäuscht haben. Abraham hat Abimelech getäuscht und schon den Pharao. Isaac hat den Abimelech getäuscht. Jakob hat seinen Vater getäuscht, jetzt den Laban getäuscht. Wir sehen, wie sehr bestimmte Sünden von der nächsten Generation aufgegriffen werden und wieder ähm, weitergetan werden. Und er machte sich auf, entfloh mit allem, was er hatte und setzte über den Euphrat und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gilea zu. Am dritten Tag aber wurde Laban gemeldet, dass Jakob geflohen sei. da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm nach. Sieben Tage reisen weit und er holte ihn ein auf dem Bergland von Gilead. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm, hüte dich davor ein, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Gott kämpft für uns, selbst dann, wenn wir nicht alles richtig tun. Er kämpft für uns, selbst wenn wir Fehler begehen und... Ähm, wieder in unseren schwachen in unseren Schwachheiten Dinge tun, die eigentlich nicht ganz richtig ist. Er möchte uns helfen und er tut mehr, als wir verdient haben. Als nun Laban den Jakob einholte, hatte Jakob sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern sein Zelt auf dem Bergland von Gilead auf. Lass uns Gott danken, dass er für uns eintritt. Lieber Vater, wir sind es nicht wert, dass du für uns kämpfst. Zu so oft haben wir dich enttäuscht und zu so oft fallen wir in alte Muster zurück und doch kämpfst du für uns, zu deiner Ehre, weil du uns liebst und weil du uns verändern möchtest und du uns nicht aufgibst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen.